Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 18 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier und möchte Sie heute einführen in die Mythen der Nordeuropäer, in das, was man germanische Mythen nennt, keltische Mythen und dann auch eben in den finnischen Mythenkreis, der aber eben nicht zu diesen indoeuropäischen Mythenkreisen gehört. Wir werden sehen, dass wir große Probleme bekommen, wenn wir uns diesen Mythenkreisen zuwenden. Überlieferungsprobleme in erster Linie und in zweiter Linie dann auch ideologische Probleme. Und das muss man besprechen, bevor man sich den einzelnen Mythenkreisen zuwendet im Einzelnen. Zunächst eben zur Definition, was nennt man Germanen, Kelten? Es gibt nicht die Germanen, es gibt nicht die Kelten, sondern es gibt viele Stämme, viele Clans, viele Populationen, in denen eine Sprache vorgeherrscht hat, die man Germanisch nennt, weil sie zum indoeuropäischen Sprachfamilie gehört und ein Zweig dieser indoeuropäischen Sprachfamilie gehören, ist eben auch der germanische Zweig. Und dann gibt es bei den indoeuropäischen Sprachen auch den keltischen Zweig. Die finnische Sprache gehört da nicht dazu, weil sie einem ganz anderen Sprachfamilienbereich zugehört, nämlich dem finnisch-ugrischen, uralischen Sprachfamilien und vollkommen anders auch strukturiert ist. Diese germanischen Populationen zum Beispiel oder auch die keltischen sind genetisch vollkommen durchmischt. Das ist keine Rasse. Es gibt sowieso keine Rassen, sondern nur Ethnien, Populationen, die auch genetisch vollkommen unterschiedlich sein können. Aber es gibt keine reinen Rassen, sondern immer nur Durchmischungen. Das sieht man schon allein daran, dass diese ganzen Kulturen ja auch sehr viele Sklaven gehabt haben und die kamen aus anderen Populationen und vermischten sich mit den Herren. Genau. Das gemeinsame Merkmal dieser Clans, dieser Stämme, ist ihre Sprache. Sie gehören eben dem germanischen Sprachfamilie an oder eben der keltischen Sprachfamilie. Und zu den germanischen Sprachen gehört das Deutsche, das Englische, die skandinavischen Sprachen und das Isländische. Während das Keltische wieder einen eigenen Zweig darstellt, nämlich eben einen eigenen Zweig, das Keltische und von diesem Keltischen stammt dann eben auch die irische Sprache ab. Überlieferungsprobleme, das ist unser nächstes großes Thema. Die polytheistischen Vorstellungen der Völker Mittel- und Nordeuropas wurden durch das Christentum unterdrückt, gingen verloren und man hat von diesen polytheistischen Vorstellungen in Mittel- und Nordeuropa nur sehr wenig. Was man hat, das haben uns die Archäologen gerettet, das sind Dinge, die materielle Welt, das sind Reste von Bauten, von Schiffen, von Gräbern, Schmuck, Waffen, also Dinge, die aber gelesen und interpretiert werden müssen und verstanden werden müssen, die eben nicht so ohne weiteres zu uns sprechen und die ohne Aussagen ihrer Erzeuger doch sehr schwer zu interpretieren sind. Wir werden eine wunderbare Interpretation hören im Zusammenhang mit dem zweiten Merseburger Zauberspruch, eine Interpretation von sogenannten Praktiaten,
die einem großen Historiker zu verdanken ist Karl Haug. Das ist aber eine Ausnahme. In der Regel sprechen diese Dinge eben nicht unmittelbar zu uns. Wir sind immer angewiesen auf die Sprache, auf Texte. Und das ist das Problem. Die polytheistischen Vorstellungen sind natürlich ursprünglich eben in den Volkssprachen anzusiedeln und eben in den germanischen Volkssprachen Deutsch, Englisch, Isländisch oder Irisch, Keltisch. Aber mit der Christianisierung wurde die lateinische Sprache bei uns dominant. Und es war ein Karolinger, Ludwig der Fromme, der angeordnet hat, dass abgesehen von den schon vorhandenen deutschsprachigen Texten keine weiteren deutschsprachigen Texte aufgeschrieben werden sollten, was zur Folge hatte, dass wir zwischen 950 und 1050 bis auf eine einzige Ausnahme keine deutschsprachigen Texte mehr finden. Und eben damit auch keine Literatur zu den Mythen, die ja eben in der deutschen, hochdeutschen, mittelhochdeutschen, althochdeutschen Sprache verfasst wurden oder gesprochen wurden. Das zweite Problem ist, dass diese Mythen der Nordeuropäer mündlich tradiert wurden, aus mehreren Gründen. Sie wurden nicht schriftlich weitergegeben, weil diese Völker das griechisch-römische Alphabet nicht übernommen haben, sondern wenn sie geschrieben haben, dann in Runen. Und diese Runen eignen sich nicht, um vollständige Texte und Textzusammenhänge wiederzugeben. Schriftlichkeit, das ist ein Phänomen der mittelmeerischen Welt, noch aus einem anderen Grund. Um Texte zu schreiben und zu überliefern, für die Nachwelt braucht man ein Material, auf das man diese Texte schreiben kann. Und das ist um das Mittelmeer herum der Papyrus, der da wächst, en masse. In Nordeuropa wächst kein Papyrus. Wir haben dort nur Steine, Hölzer und Tierhäute, Pergament. Und erst ab dem 12. Jahrhundert wurde die Papierherstellung in Europa bekannt. Sie kam über die Araber nach Spanien. Und dann erst verfügte langsam Europa über ein geeignetes Schreibmaterial, was dann eben auch billig war. Und eine Fülle von Literatur hervorbringen konnte, die auf uns überkam und mit die wir heute noch lesen können. Pergament ist eben sehr teuer. Das geht auf keine Kuhhaut. So, das ist die Herstellung, um einen Kodex in Pergament zu machen. Das ist eine sehr teure Angelegenheit. Das Zweite ist, was Mündlichkeit beförderte bei diesen polytheistischen Kulturen. Religiöses Wissen war Geheimwissen, war nicht bestimmt für Kreti und Pleti und sollte deswegen gar nicht schriftkundig werden, denn der Zugang zu schriftlich überlieferten Texten hat immer etwas Demokratisches. Das kann jeder erfahren, der lesen und schreiben kann. Und so wurde religiöses Wissen in dieser archaischen Zeit eben vorwiegend mündlich tradiert. Das ist zu unserem Nachteil, leider Gottes hat das zu unserem Nachteil ausgeschlagen. All das ändert sich nun eben, als das Schreibmaterial billig wird. Wir bekommen Papier. Und als im Hochmittelalter der Übergang von einer rein klerikalen Schreibkultur zu einer profanen Schreibkultur zu beobachten ist, als die Universitäten anfangen und eben nicht nur Mönche in Klöstern geschrieben haben, sondern auch weltlich orientierte Menschen.
Gleichzeitig ist damit einhergegangen der Übergang von rein lateinisch verfassten Texten auch zu Texten, die nun eben in der Volkssprache verfasst wurden. Die großen hochmittelalterlichen Epen wurden dann eben auch in einem Mittelhochdeutsch verfasst und geschrieben. Und das nächste große Problem, Mündlichkeit, ist, dass wir durch das Christentum eine Ausmerzung heidnischer Texte erfahren haben, die katastrophal ist. Angeblich hat noch Karl der Große, so berichtet sein Biograf Einhard, gewisse Texte sammeln lassen, heidnische Texte. Es heißt ja auch, dass die Mutter Karls des Großen, Bertha, einen Schwanenfuß gehabt hat, was sie doch in eine sehr heidnische Zeit hineinversetzt. Aber wie gesagt, sein Nachfolger Ludwig der Fromme hat dann eben befohlen, dass eigentlich alle Texte nur noch auf Latein niedergeschrieben werden können. Latein der heiligen Sprache, des Evangeliums, denn die griechischen Evangelien wurden dann eben von Hieronymus ins Lateinische übersetzt. Und so wurde Latein zur heiligen Sprache und damit zur dominanten Sprache. Wir haben also ganz, ganz wenige Texte, die uns von den Mythen Nordeuropas in Originalsprache erhalten geblieben sind. Und dann noch dazu aus einer Zeit stammen, die wirklich sehr nahe an diesen archaischen Glaubensvorstellungen sind. Wenn wir etwas in Originalsprache haben, dann ist das meistens aus einer sehr, sehr späten Zeit, nämlich aus dem hohen Mittelalter, als eben neben das Latein auch die Volkssprachen traten. Das Zweite ist, wenn wir Texte haben, schriftliche Texte haben, die relativ nahe an den polytheistischen Denkvorstellungen sind, dann wurden sie von Feinden geschrieben, und zwar auf Latein. Und das waren eben um die Zeitenwende herum die Römer, die Feinde der Germanen, und dann später die Christen, die alles Heidnische auszumerzen versuchten. Und damit, das bedeutet, dass die Sichtweise auf diese Völker und auch ihre Religionen negativ war. Man sah sie dann eben auch durch die Brille des Christentums. Und ich nenne ein paar Autoren, die etwas erzählt haben, in denen wir ein wenig erfahren über die Welt der Germanen, zum Beispiel Tacitus, Plutarch, Jordanes, Prokop, die Gesta Danorum, des Saxo Grammaticus. Das ist alles auf Latein geschrieben und aus der Sicht von Gegnern geschrieben. Dann haben wir zum Beispiel auch große Historiographen wie Paulus Diaconus, einen Langobarden, einen Mönch, gelebt hat im 8. Jahrhundert, oder Widukind von Corvey, einen Sachsen. Aber das alles ist aus dem christlichen Bereich und wir erfahren keine große Nähe zu diesen Vorstellungen. Einzelne Gesetzessammlungen wie Edictum Rotari können uns noch einen gewissen Eindruck von Vorstellungen übermitteln, die in diesen polytheistischen Bereich stammen, aber das ist sehr, sehr wenig. Und dann haben wir die frühen Heiligenlegenden, zum Beispiel die Vita Columbani, ein irischer Heiliger, der doch sehr viel Archaisches noch aufweist, geschrieben im 7. Jahrhundert. Und Reste polytheistischer Vorstellungen in christlichen Texten, wie zum Beispiel dem sogenannten Heliand, Heiland, einem altsächsischen Epos, was das Leben Christi beschreibt, aber doch sehr viel germanische Vorstellungen noch beinhaltet. Das stammt aus der ersten Hälfte des 9. nachchristlichen Jahrhunderts. Oder das Muspelilied, ein althochdeutsches Lied, das vom jüngsten Gericht handelt und um 870 herum entstanden ist.
Wenn wir also Literatur besprechen wollen, Texte, schriftlich verfasste Texte, dann müssen wir uns fragen, was haben wir eigentlich, was uns einen Eindruck dieser polytheistischen Glaubensvorstellungen geben kann. Welche Nähe weisen sie zu diesen Glaubensvorstellungen auf? Und das sind doch sehr, sehr wenige Texte, die wir wirklich haben. Dazu gehören zum Beispiel die berühmten Merseburger Zaubersprüche, zwei Zaubersprüche, die aus dem fränkisch-thürischen Bereich stammen und überliefert wurden im 9. und 10. Jahrhundert. Und den zweiten Zauberspruch, den Wurmsegen, wollen wir hier genauer besprechen. Wir haben ein paar Runen, Inschriften, die aber nicht sehr erhellend sind, und wenige größere, längere Texte. Dazu gehört zum einen der Beowulf, ein Heldenepos, was in angelsächsischem Sprache niedergeschrieben ist und aus 1000 niedergeschrieben wurde und so ins 6. Jahrhundert hineinreicht. Dieser Beowulf ist nur in einer einzigen Handschrift überliefert. Den wollen wir uns genauer anschauen. Dann wollen wir uns genauer anschauen den Rinderraub, also einen keltischen Mythen, Sagenbereich aus Irland, niedergeschrieben um 1100. Dann wollen wir uns die Edda genauer anschauen, also einen Sagenkreis, der aus Island stammt. Und zum einen in zwei Teilen überliefert ist, das ist die sogenannte Prosa-Edda oder auch Snorra-Edda, die der Isländer Snorri Sturluson aufgeschrieben hat. Er hat gelebt zwischen 1178 und 1241 und hat diese Mythen aufgeschrieben für Skalden, für Sänger, die diese Mythen dann eben singend vortragen sollten. Und zum anderen ist das die sogenannte Lieder-Edda, die später aufgeschrieben wurde, nämlich um 1270. Ganz zum Schluss wollen wir uns noch einen finnischen Sagenkreis anschauen, das Kalevala, das erst im 19. Jahrhundert, 1835, aufgeschrieben wurde, also aus einer Zeit, die von dem ursprünglichen polytheistischen Welt wirklich nun nichts mehr hatte. Und damit sind wir bei dem zweiten Problem dieser Texte, bei einem ideologischen Problem. Die Texte wurden zu den Germanen, Kelten und auch zu den Finnen, wurden populär im 19. Jahrhundert, in einem Zeitraum, in dem wir in Mitteleuropa und Nordeuropa übergegangen sind zu Nationenbildungen, Kultur, zu kulturellem Erbe. Und auf einmal wurden diese Texte gebraucht, um eine Identität, kulturelle Identität zu erzeugen. Sie wurden ideologisiert. Und diese Ideologisierung hat dann verhängnisvolle Züge angenommen, als sich im 19. Jahrhundert die Rassetheorien bei uns in Europa durchgesetzt haben. Rassistische Vorstellungen, die damit auch bessere Rassen und schlechtere Rassen herauskristallisierten und ganz verhängnisvoll dann zur Nazizeit an Bedeutung gewonnen haben. In der Nazizeit hat sich der Schwerpunkt von gewissen Symbolen Vorstellungen verlagert. Also wenn wir im östlichen Mittelmeerraum in der Antike die Schlange haben, das Paradies und den Baum, wird jetzt zur Zeit der Nazis mit den Germanen, wird ein Drache wichtig werden. Ein Drache, der einen Schatz hütet, in einem Hort behütet, der in einer Höhle zu finden ist
Und das zweite Tier, was wir finden werden im Unterschied zur Schlange, ist der Wolf. Der Wolf, der bei den Nazis nun eben eine ganz große Rolle auch gespielt hat. Verhängnisvoll sind auch die New Age-Bewegungen ab den 1970er Jahren. Neuheidnische Gruppen, die vorchristliche Naturreligionen wiederbelebt haben und sie als Heilsbotschaften umgedeutet haben. Man hat sich dann so idealisierte Vorstellungen von Natur gemacht, die diese sogenannten Naturvölker noch gehabt hätten, was auch wirklich sehr mit Vorsicht zu betrachten ist. Und Natur als eine Verherrlichung der Natur in einer idealisierten Form, die der Realität auch dieser polytheistischen Welten überhaupt nicht entspricht. Und zum anderen auch Untergangsvorstellungen. Die germanische Götterwelt geht ja im Ragnarök unter. Es kommt dann zwar eine neue Welt, aber auch so eine Untergangsstimmung prägt diese New Age-Bewegungen. Auch das ist sehr bezeichnend für das späte 20. und beginnende 21. Jahrhundert. Das muss man mit Vorsicht auch anschauen, wenn man an polytheistische Religionen herangeht. Das Internet, der Film, die Serien spielen eine große Rolle bei diesen New Age-Bewegungen. Wir haben Filme über Superhelden wie Thor. Wir haben Comics, die diese Götter auch als Superhelden schildern. Und sehr, sehr viele Fantasy-Romane, die diese Welten aufgreifen und die eben nichts zu tun haben mit den religiösen Vorstellungen, wie wir sie anzusetzen haben in der polytheistischen Welt der germanisch, der Völker, die den germanischen, keltischen und finnisch-ugrischen Sprachfamilien angehören. Also, in den nächsten Sitzungen wenden wir uns den Mythen der Nordeuropäer zu. Und ja, ich denke, das wird auch eine spannende Reihenfolge werden, die Ihnen hoffentlich auch zusagt.